So, wir kommen jetzt zum erfreulichen Abschluss des ersten Tages. Nach dem Tod unseres großen Gönners und Stifters Dr. Edmund Radmacher haben wir einen Preis ausgesetzt für Studenten und Leute in der Ausbildung, also wirklich junge Leute, im Rahmen eines Essay-Wettbewerbs. Wir haben eine Frage vorgegeben, das haben wir dann verschickt. Es gibt an Universitäten, unsere Mitglieder, die akademisch oder sonst wie theoretisch beschäftigt sind. Und dann haben wir mit einer Jury, die aus Herrn Kurz, aus Herrn Tamm und Dr. Döring besteht, dann die besten der einkommenden Beiträge ausgelesen. Es waren in diesem Jahr etwa 15. Das reicht dann ja auch, muss man ja alle durchlesen und beurteilen. Die Fragestellung war in diesem Jahr ungefähr so, nicht ganz genau so, aber so etwa. Ach, das ist gar nicht mehr genannt, okay. Also es ging um 80 Jahre Weg zur Knechtschaft und inwieweit ist diese Botschaft von Hayek noch aktuell? Das war die Fragestellung. Und da kam recht viel Erfreuliches, auch manchmal allzu Spezielles und die Jury musste sich dann ja entscheiden. Und schließlich kam sie darauf, dass den dritten Preis Herr Eiselt bekommen sollte. Ich darf ihn nach vorn bitten. Ja, Herr Eiselt ist Student der Medizin an der Charité, Universitätsmedizin Berlin und seit Dezember 2020 Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, was ja auch was heißt. Gratulation. Und Sie haben jetzt die kurze Gelegenheit, also die Gelegenheit, kurz zu sagen, was für Sie wichtig war und was dann so die Kernaussage Ihres Beitrages war oder ist. Ja? So wie ich das verstanden habe, ist ja jetzt unsere Zeit sehr knapp, also möchte ich dieses Gut auch würdig nutzen. Was ist die Grundüberlegung? Was war der Grundgedanke von Hayek, den er in seinem Buch vermittelt, vor allem sehr einfach formuliert, eben nicht hochgestochen? Der Grundgedanke war, ohne wirtschaftliche Freiheit kann es keine politische Freiheit geben. Und als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, muss ich schon öfter mal schmunzeln, weil ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Also vor 80 Jahren hat dieser Mann ja eigentlich teilweise schon prophezeit, was sich auftun kann. Und ich habe mir im Wesentlichen drei Phänomene unserer Zeit rausgenommen, man kann sagen Symptome unseres Zeitgeistes, die ich mir dann näher angeschaut habe. Also ich spreche auch ganz gern von der Dreifaltigkeit der Mogelpackung tatsächlich. Wir haben es im Prinzip mit drei Problemen, drei Herausforderungen für den Liberalen in der heutigen Zeit zu tun, die in direkter Korrespondenz stehen mit wesentlichen Wegweisern des liberalen Wegs. Für Hayek ist wichtig, dass es Leistungsanreize gibt. Es darf keinen Kollektivismus geben. Es braucht Vertragsfreiheit und Wettbewerb für den Einzelnen und damit auch für alle. Und der Staat darf eine Rolle einnehmen, nämlich die des Regulators, aber nur mit allgemeingültigen, formellen Regeln für alle. So, und da kommen wir zu den drei Problemen. Das erste Problem des Kollektivismus. Wir haben heutzutage einen Wohlfahrtsstaat absolut ausufernd. Es handelt sich um eine soziale Hängematte, die hängt zwar vielleicht an zwei starken Bäumen, zwei Ästen, an wunderbaren Eichen, aber auch die werden irgendwann zersetzt vom Geist des Kollektivismus. Und dann wird auch diese soziale Hängematte einreißen. Und das können wir alle nicht wollen. Wir können es nur wollen, dass die Eichen wachsen und wir eine Zukunft in Wohlstand genießen können. Und dafür die Bedingung ist Freiheit. Das zweite Problem, wir kennen es alle, es war vorhin schon Thema, Genderismus, man kann es auch Wokeismus nennen, die Namen sind da recht vielfältig. Wir haben die Situation aktuell noch im Griff, hoffe ich jedenfalls. Da gibt es ja manchmal auch gute Anzeichen. Wir denken an Milei, der uns morgen mit seiner Anwesenheit beehren wird. Aktuell vielleicht noch ein schwaches Beispiel sind die geforderten Frauenquoten oder andere Quoten für jede beliebige herbeigezauberte Minderheit, die im krassen Widerspruch zu dem Gedanken des absoluten Wettbewerbs stehen. Und seien wir doch mal ehrlich, also ein Minimum an Wettbewerb ist doch wohl für alle gut und die Bekämpfung des Wettbewerbs nützt nur denen, die ohnehin kein Interesse haben, sich für andere einzubringen. Und mein letzter Gedanke, der mir ganz wichtig ist, deswegen kommt er auch zum Schluss, möge er tief und nachhaltig wirken. Marktwirtschaft
ja, hatten wir vorhin schon gehört, ist ein mittlerweile leider sehr gebeutelter Begriff, wird ja praktisch zersetzt, entwertet, wenn man ihn dann noch mit anderen nur schön klingenden Worten paart. Man denke an die ökosoziale Marktwirtschaft. Ja, was ist denn das dann am Ende noch? Hayek hat betont, wie wichtig es ist, dass der Staat zwar reguliert, aber keinesfalls zentral Ziele vorgibt und dann Wege diktiert. Es liegt immer noch an dem Einzelnen, an dem Unternehmer, der sich für sich einsetzt, aber am Ende dafür auch, dass Wohlstand sozusagen für alle im Gedanken Ludwig Erhard geschaffen wird. Und das waren am Ende meine drei Überlegungen. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass eben Hayeks Weg zur Knechtschaft eben keine Eselsohren angesetzt hat, sondern immer noch eine Hochglanzbroschüre sozusagen ist. Ein paar Seiten sind es mehr als eine Broschüre, aber selbst die schafft man auch an einem Abend. Es ist ein sehr lesenswertes Buch. Und zum Abschluss, punktum, der Weg zur Knechtschaft ist nicht unvermeidbar. Man kann umkehren, man muss nur auf die Wegweiser des liberalen Wegs achten. Dankeschön. Ja, das war nicht von Alterspessimismus angekränkelt, der Beitrag. Das gefällt mir. Das ist unsere Jugendarbeit. So, das Zweite. An zweiter Stelle steht ein Doktorand in der Physik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 27 Jahre alt. Und er wird jetzt auch das Wesentliche seines Ansatzes, ziemlich anders als das eben vom dritten Preis, also der zweite Preis dann für Sie. Kurz, knackig, der Name ist Herr Wenddorf. Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe mal nicht das ganz große Rad gedreht und vor dem Niedergang des Landes gewarnt mit dem Schreckgespenst des Sozialismus vor Augen, weil ich glaube, da sind wir auch noch ein kleines Stück von entfernt, sondern ich habe mir angeschaut, wie kann man eigentlich bei ganz speziellen politischen Entscheidungen sich an Hayeks Gedankenwelt orientieren. Und da habe ich dann als Beispiel die Diskussion um die Dienstpflicht oder die Wehrpflicht genommen und geschaut, wie Hayek in der Weg zur Knechtschaft sich dazu äußert oder wie man seine Gedanken, die er dort darlegt, auf dieses Problem anwenden kann. Und es gibt natürlich die klassischen ökonomischen Probleme, die damit einhergehen, dass es ineffizient ist, wenn der Staat zuteilt, welche Produktionsmittel für welche wem zugutekommen sollen und auch, dass man in dem Fall von der Dienst- oder auch in der Wehrpflicht die das Kapital durch Arbeit substituieren kann und man dann entsprechend mehr Arbeit verwendet, wo man eigentlich mehr Kapital verwenden sollte, was im Fall von der Wehrpflicht auch zu mehr toten Soldaten führen kann, was natürlich hochdramatisch wäre, aber auch andere Punkte, die Hayek dort nennt und ja, dass man dort vorsichtig sein muss in solchen Fällen und ja, dass aber jetzt nicht unbedingt zwangsläufig man Angst haben muss, dass wir im Sozialismus versinken, damit Hayeks Thesen relevant sind. Vielen Dank. So, meine lieben Damen und Herren, und jetzt der erste Preis. The winner is Nathanael Wittmann. Bitte, kommen Sie. Ja. Herr Wittmann hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. Er hat beim Finanzamt eine Ausbildung bekommen. Ja. Es hat ihn aber nicht vollständig ruiniert. Nein, Sie sind, haben Lebensmut bewahrt. Anschließend ein Studium in der internationalen International Business begonnen, in welchen die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in einem internationalen Kontext gelehrt wird. Während der Ausbildung beim Finanzamt, wo man ja, glaube ich, einige Zeit hat, hat er ein Interesse an den klassischen
liberalen Werten entwickelt und diese im Studium vertieft. Hört sich gut an und das Ergebnis hat die Jury bewertet als erstrangig und mit einem Zitat von Schiller, glaube ich, haben Sie sogar begonnen, sollten Sie, weil es so schön ist. Mit einem Gedicht, ja. Ja, mit einem Gedicht von Schiller hat er es begonnen und die Jury war damit sehr einverstanden. Also ganz herzlichen Glückwunsch, ja? Dankeschön. Ja, und... Kurz und knackig, das Wesentliche. Ja, eine Kleinigkeit kann ich dazu auch noch sagen. Ich habe jetzt keine Rede eigentlich vorbereitet, tatsächlich. Aber ich würde eben auf das Gedicht von Schiller mal kurz eingehen. Das ist die idealische Freiheit. Und zum Glück kann ich es auswendig. Und ich hoffe, ich bekomme das mal hin. Wird vielleicht doch schwieriger, als ich gedacht habe. Aber auf jeden Fall, ich habe das im Prinzip, den Essay angefangen mit diesem Gedicht eben und mit diesem Hintergrund des Gedichtes der idealischen Freiheit. Und es geht im Prinzip darum, dass aus dem Leben heraus sind der Wege zwei, die gegeben. Zum Ideale führt einer, der andere zum Tod. Siehe, dass du bei Zeiten noch frei auf dem ersten entspringest, ehe die Parze mit Zwang dich auf dem anderen entführt. Und ich habe im Prinzip argumentiert, dass im gesellschaftlichen Leben einem auch zwei Wege gegeben sind. Eben der eine Weg zur Knechtschaft, zum gesellschaftlichen Tod und der andere Weg zur Freiheit, eben zur Freiheit vom Zwang und zu einer Freiheit, die auch letztendlich dann zum Wohlstand dieser Gesellschaft führen kann. Und meine Gliederung ganz einfach ging dann im Prinzip... Es fing damit an, dass ich etwas über die Bedrohung der Knechtschaft geschrieben habe und dann auf den Interventionismus und Marktwirtschaft eingegangen bin, wie wir sie eben heute leider auch haben und die daraus folgende Bildung radikaler Interessengruppen, die in solchen Prozessen nun mal dann entstehen und dann eben der Gefahr des Weges zur Knechtschaft, den wir dann letztendlich daraus heute haben. Und gleichzeitig der Bedeutung der Freiheit und der Begrifflichkeit der Freiheit, die einfach heute vergessen wird. Und im Gedicht wird eigentlich auch ganz schön gesagt, die Parze verführt einen. Die Parze, das ist eine Schicksalsgöttin aus der römischen Mythologie. Und letztendlich... wird man ja auch vom Staat teilweise fast schon verführt, gelockt mit irgendwelchen Versprechen von radikalen Interessengruppen, könnte man wahrscheinlich sagen, dass man das 9-Euro-Ticket zum Beispiel doch bekommen sollte. Geht sehr gut an Studenten, dieses Versprechen zum Beispiel. Und da ist natürlich auch das Buch, das heute genannt wurde, Gier nach Privilegien, denke ich, sehr passend dazu. Ist jedenfalls, worum mein Essay im Großen und Ganzen geht. Dankeschön.